So, herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Habe ich hier gemacht. Diese Kameraeinstellung ist ein bisschen schief. Ack runter ducken, damit er in der Mitte ist. Aber ich glaube, es wird wesentlich besser, wenn ich in die Bildsicht, wie heißt das, unsere Benter-Sicht gehe. Ich bin nämlich immer angepasst, da bin ich in der Mitte. So, schöne Grüße an alle, die schon dabei sind. Wir haben ja hier verschiedene Streams, YouTube, Twitch. YouTube, das kann sein, dass wir noch was Exotisches haben, aber ich bin auf jeden Fall hier schon mal live. So, ich habe auch schon ein paar Herausforderungen und werde auch gleich mal eine annehmen. Mal an mit. So, sieht das gut aus? Sagt mir, wenn irgendwas komisch aussieht, sich komisch anhört, ich nicht zu hören bin, ähnliche Probleme, das wäre gut. So, ich spiele hier ein Karo Kann. Der Sound. YouTube, Twitch und Chess24. Ja, genau. Ja, auf Chess24 haben wir den Chat. Ne? Also ich gucke mir tatsächlich die drei Chats an und hoffe, ich bleibe am Ball. Komischerweise scrollt hier mein Chess24 Chat-Fan nicht. So, wir haben jetzt hier, ah mein Gott, ich habe auch ein Gedächtnis. Er spielt C3. Spielt man, ja, das vor kurzem erst angeguckt. Wie spielt man das denn hier? Springer F5 vermutlich. Ah, ich habe einen Bauern weniger. Hoffe aber doch, den zurückzubekommen, ist das Falsche, das ist falsch formuliert, aber ich hoffe, genug Kompensation zu bekommen. Gut, dieser Chat. A5. Also ich knabber jetzt hier die ganze Bauernkette an und er kann jetzt nicht. Jetzt nicht mit A3 den Bauern schützen. Das ist jetzt hier schon gut gelaufen für Schwarz, weil ich hier die ganze Bauernstruktur zerstören konnte. Und ich habe auch nichts weniger. Ja, vielleicht kann jemand hier noch im Chat bei Chess, wenn ich wo helfen mit der Herausforderung. Bin ein bisschen überfordert, wenn ich spielen muss und gleich noch ich spielen muss und noch so ein bisschen Support machen muss. Es ist mir auch nicht so ganz klar, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich spiele ja in der neuen Playzone, was man ja schon erkennen kann. Es sieht ja anders aus als die traditionelle. Und ich habe verstanden, dass man dann auch in dieser neuen Playzone, der Playzone 2, die Herausforderung abschicken muss. Aber ich hatte auch so einen etwas langen Link da geschickt. Der geht auch, ja. Ich habe das eben gesehen. Also, man müsste in diese Playzone 2 gehen und mich dort herausfordern. So, okay. Ich könnte jetzt mit Läufer B2 und Dame A2 noch einen Bauern einsacken. Aber habe ich so ein kleines bisschen Zweifel. Er kann so schrecklich viel eh nicht machen. So, und jetzt? Den spiele ich jetzt, ne? Zack. Wenn ich dann den A2 schlage, wird funktionieren, ne? Sehe jetzt hier kein Problem. Er kann damit C2 spielen, also dieser hier. Kann ich decken. Ein bisschen aufpassen, ja, dass er nicht noch auf einmal mit Springer G5 hier irgendein ja, komm, ich mal über den bisschen passiert das Spiel. So, ja, G6. Kein Matt, bitte. Weil er wirklich Angriff hat. Programmier mal was, was die Chats vereint, sagt der Twitch-Chat.
Ja, ich hatte das mal. Da hatte ich Zugriff hier auf dieses Restream-Ding, den Restream-Account. Da hatte ich das alles in einem Fenster. Das war eigentlich ganz nice. Jetzt habe ich drei Chatfenster, aber das ist alles noch optimierungsfähig. Das wird dann. Ah, danke schön. Danke, Migtal. Hoffe, das hilft. So, aber ich hab mir tatsächlich noch Ergänzung hier bestellt für mein Equipment, ein weiterer Monitor. Dann werde ich einen eigenen Monitor haben, nur für den Chat. Auf allen Kanälen und so weiter. Schöner. So, ich habe noch 56 Sekunden und mehr Zeit als der gute Faro hier. Gut, so. Ist jetzt hier? Kann ich ihn jetzt hier schon irgendwie ausknipsen? Sieht doch ziemlich gruselig aus. Er droht ja nichts, ne? Richtig? Dame H4 kommt erst im nächsten Zug. Kann er hier mal F1 anrempeln. Relativ viele, viele Damen auf F1. So. Ja, danke, die Partie habe ich gewonnen. Danke, Faro Chess. So, mal schauen. Ja, da haben wir ein paar Herausforderungen. Sehr schön. Und einige bekannte Namen auch. Ups, Kitty war nicht bekannt, aber ich bin einfach in der Liste mal von unten nach oben gegangen. Ja, man muss in der Playzone 2 auch eingeloggt sein. Das ist irgendwie so ein bisschen tricky noch, ne? So. Ein Damengambit mit Schwarz. Genau, danke nochmal hier fürs. Ja, genau. Da gibt es nochmal einen Post auf Twitch. So, mit dem Link, wie man mich herausfordern kann. Ihr müsst eigentlich Premium sein. Auf Chess24. So, B5. Lustiger Zug hier. Das ist eine Variante, die ich in meinem demnächst erscheinenden Repertoire für Schwarz empfehlen werde. B5 vielleicht nicht, ja, da ist auch C5 ein guter Zug. Aber der Zug ist auf jeden Fall lustig. Ja, Schwarz nutzt hier, also gibt mit B5 einen Bauern, aber kriegt natürlich hier eine Menge aktives Spiel. Ich habe jetzt hier mit C5 direkt den D4 angegriffen. Hier bereit für Dame A5, ja. Das ist eine ganz coole Stellung. So, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, wie es hier steht, aber ich mache das mal, ED5. So, kann er jetzt C4 nehmen? Interessante Stellung. Ich weiß nicht genau, ob ich hier Kompensation habe. Wenn der C4 genommen wird, habe ich ja einen Bauern weniger. So, ja, wenn ich hier mit dem Kopf immer mal rechts nach rechts und links gucke, dann liegt das daran, dass ich die Chats hier so verteilt habe. Sorry. Sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, immer im Kopf hin und her wackeln, aber das ist an der Anordnung der Chatfenster. So, naja, ist nicht so ganz überzeugend hier mit dem Bauernopfer. Okay, jetzt habe ich zwei Läufer, dann ist alles gut. Selbst wenn nicht alles gut ist, ist für mich dann erstmal gut. Kann ich immer sagen, ja, ich habe Läuferpaar, reicht. Was häufiger wirklich mal reicht. So, ich greife jetzt D5 an. So, ich weiß nicht, ob ich einen Punkt bekomme, wenn ich gegen den Tausender gewinne. Ist auch nicht so relevant, egal welches Rating habe. Fordert mich gerne raus. Ich spiele gerne gegen euch. Läufer C5 kommt Springer E4. Das ist blöd. Ich möchte nicht den Läufer abgeben. Okay, gehen wir nach E7. Nee, auch. Naja, man konnte neben Turm D8, ja. Also die Frage ist, warum ich nicht mehr so oft streame. Die Shows of Chess 24 gehen jetzt einfach wieder los, eigentlich. Prinzip wie früher, nur nicht so ganz so oft. Also ich habe früher
Auf Chess 24 oder Chess 24, ich sage mal. 24 dann irgendwie sinnvoller, weil mit Chess auf Englisch an. Ich habe ja früher zwei Shows gemacht in der Woche, eine deutsche, eine englische. Das ist mir im Moment ein bisschen zu viel, wenn ich mir so mein Programm angucke, was ich so machen muss. Ich werde jetzt erstmal wieder anfangen mit einer deutschen und einer englischen Show abwechselnd. Also diese Woche ist offensichtlich die deutsche Show und nächste Woche wird es dann eine englische Winterblitz-Show geben. Und von da an gucken wir mal weiter. Vielleicht geht auch danach irgendwann noch mal mehr, aber so für den Moment war das erstmal gut. Okay, na, er klopft hier einfach das Brett leer. Die Frage ist, okay, ich kann nehmen und stehe sicherlich in Ordnung. Kann nehmen, Springer D5. Also ich habe Chancen, hier einen Bauern zu kriegen. Ich habe die bessere Struktur. Ich habe natürlich immer noch den Läufer, der jetzt stärker ist als Springer, aber ich muss ein bisschen gucken. König E7, werde Springer F5 kommen. Ist nervig. Schauen wir mal. Ich bin mit 3 Minuten. Das ist okay. Ihr könnt mich gerne auch 3 Minuten herausfordern. Es ist nur, es neigt immer ein bisschen dazu, sehr hektisch zu sein. Und das ist schon okay. Aber ich kann ein bisschen mehr so erzählen und Fragen beantworten und so etwas, wenn ich 5 Minuten habe. Einfach so der Erfahrungswert. Aber wenn ihr viel lieber 3 Minuten spielt, ist das auch völlig in Ordnung. So, hier waren noch ein paar Fragen. Ob ich die Biografie von Kreutzschner gelesen habe? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Hört sich jetzt blöd an, ne? Weil es gibt mehrere. Also Kreutzschner hat ja mal gemacht, ich glaube, ein Leben für das Schach oder so. Es gab aber auch noch eine ältere, irgendwie aus den 70ern, glaube ich, oder so. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe ein neueres Buch auf jeden Fall mal gelesen. Ich meine, das heißt auch Ein Leben für das Schach. Deutsche Titel. Und das ist ein bisschen älter. Also das kam irgendwann raus um die Mitte der 2000er. Würde ich jetzt so grob mich, wenn ich mich da so erinnere. So, mein König ist aktiver und der Haarbauer, ne, der droht hier zu fallen. Schnappi. So, jetzt hat mein Springer nicht so viele Felder. Er muss erstmal hier evakuieren. Es sind nur noch 3 Bauern auf dem Brett. Das ist mal so ein kleines bisschen problematisch. Aber was gut ist, sein Springer hat im Moment hier wenig Chancen, sich zu aktivieren. Ja, ne, von hier aus hat er kein Feld mehr. Ganz witzig, weil die 8 ist halt auch kontrolliert. Okay, gehen wir mal weiter vorne. Ich könnte auch, hätte auch Springer C5 spielen können. Ne? Das wäre auch ein guter Zug gewesen, tatsächlich. Ja, der war blöd, ne? Ein blöder Zug. Springer C5 war stark. Der hätte A4 angegriffen und den Springer. Das ist nervig, dass ich das übersehen habe. Okay, aber ich kann das spielen hier. Ja? Das ist immer noch in Ordnung. Ich dominiere den Springer immer noch. Okay. Ja. Er wird immer noch nicht so ohne weiteres an den Aberon kommen. Das ist jetzt ganz gut.
So, auf F4 macht er F3. Ah, da habe ich das verdaddelt hier. Okay, das hilft etwas. Ich glaube, diese Kortschnur-Biografie war vor kurzem Thema im Perpetual Chess Podcast, ne? Ben Johnson. Deswegen war schon wahrscheinlich die Frage, ob ich das gelesen habe. Es ist sehr interessant, ne? Und man kriegt so ein bisschen eine Vorstellung davon, warum Kortschnoi denn so als Mensch so schwierig war. Mit der Biografie kann man sich das so also ein kleines bisschen vorstellen. Also man musste sich natürlich trotzdem nicht so verhalten, wie er das regelmäßig getan hat. Das war schon immer unmöglich. Habe das ja auch gelegentlich mal live erlebt. Nie gegen ihn gespielt, leider. Ich meine, das wäre natürlich keine besonders schöne Erfahrung gewesen, sich von ihm beleidigen zu lassen, aber trotzdem sicherlich was, was man dann irgendwie mitnehmen kann. So, wie gewinnt, kann ich das hier überhaupt irgendwie gewinnen? Das sehe ich überhaupt nicht, wie das gehen soll. Keine Idee, wie ich hier gewinnen könnte. Wahrscheinlich gehe ich mal hier rum. Okay, man kann natürlich flaggen, ne? Das ist möglich. Was ist eigentlich? Das ist 3 plus 2. Ich kann noch nicht mal flaggen. Oh, er geht in die Ecke. Wirklich? Nee, das glaube ich nicht. Ja, jetzt hat er sich selbst in Zugzwang gebracht. Nee, das war falsch. Ja, das ist eigentlich schade, weil er hat das gut verteidigt. Ich habe das technisch nicht so gut gespielt. Ja. So, okay, erstmal die nächste Herausforderung. Wir haben hier eine Menge in der Liste. Dangerous Ride, dann machen wir 5 Minuten. Springer im Eck bringt Schreck oder wie heißt das? Keine Ahnung. Direkt mal move'n. So, da ist eine Frage. Macht Spaced Repetition Sinn für Taktikaufgaben? Ich vermute schon. Ich bin natürlich jetzt kein Wissenschaftler, ne? Und also der da jetzt so richtig was zu sagen kann, ne? Also jemand, der sich irgendwie mit Neurowissenschaften oder keine Ahnung, wie man das nennen mag, beschäftigt, der kann das bestimmt besser sagen. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also sowas wie Woodpecker-Methode, das gibt's ja auch auf Chessable, ne, mit der Spaced Repetition. Kann ich mir denken, ja, wenn man da diese Taktik Motive immer wieder sieht, ne, das kann schon sinnvoll sein. Ich habe vor einigen Jahren, das ist schon lange her, ja, 10 Jahre. Meine Phase gehabt, da hatte ich tatsächlich sehr viel Zeit. Kann ich es ja sagen, im Büro damals noch, als ich noch krank gearbeitet habe, gab es mal eine Arbeitsphase, wo ich tatsächlich wenig zu tun hatte, als ja, kompliziert zu erklären, aber ich hatte sehr wenig zu tun. Und ich habe dann meine Zeit lang wirklich im Büro, ja, ganz viele Taktikaufgaben gelöst. Also wirklich viele. Und das war eine gute Phase für meinen Schach. Also ich habe da wirklich deutlich besser berechnet. Das habe ich gemerkt. So jeden Tag 6 Stunden Taktik oder so für eine Weile.
So, während ich jetzt hier darüber philosophiere, was man alles so machen kann, habe ich eine gute Stellung hier gegen den Kollegen hier, gegen Dangerous Ride. Er hat sich hier diesen Doppel-G-Bauer andrehen lassen, das ist natürlich nett. Und der G3. Ja, ich denke, die 6 Stunden sind nicht übertrieben. Also ich habe da schon jeden Tag x Stunden gemacht. Fast die ganze Bürozeit, ja, wenn. Gut. Der G6 stand nicht so gut. Versuche den zu verbessern. Oh, wow. Denn hier. Kann er die Figur opfern, oder? Das kann nicht funktionieren. Next. Tempo und deckt E8, ja. Hier, und jetzt Springer D5 im nächsten. Ja, da hat er nicht genug. Die Stellung war eigentlich schon. Den Job möchtest du auch haben. Ja, das war eine relativ kurze Phase gegen Ende meiner Bürotätigkeit, als ich schon praktisch ausgeschieden war. Irgendwann ist ein Moment erreicht, da geben sie dir keine Aufgaben mehr, weil das keinen Sinn macht, sozusagen. Vorher habe ich schon viel gemacht, ja. So, ja, ist auch noch eine Gabel gelatscht, aber es war nur schon eine Figur weg. Ja, es war ganz interessant hier mit dem Doppelbauern. Der war dann für Weiß kaum noch vernünftig zu handeln. So, Zolle, genau, der hat die eben gefragt, wie er hier herausfordern kann. Es hat offensichtlich funktioniert. So, okay. 5. Kriegen wir noch mal hier so ein Gambit. Muss aufpassen, dass man nicht hier so E6 dann hinstellt, wenn der Gegner 2 ins Läufer G5 gezogen hat. So, was ist das hier nochmal? Ach so, 5 plus 2. Oh, das ist ein bisschen lang. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt unfreiwillig angenommen. Ist mir ein bisschen zu lang. Drei plus 2 ist eigentlich, wenn es Inkrement ist. Mal eben nachdenken hier. Das kann. Eigentlich geht dieser Zug nicht. Springer B5. Dame A5. Den jetzt nehmen, ja. Die Tasse ist im wilden Format. Nett, oder? Ich mag so Sachen. So, jetzt hat er mir hier Schach gegeben. Mal überlegen hier. König D8, D7. Ist das ein Unterschied? König D8, nimmt den Turm. Nehme B2 mit Schach. Ja, vielleicht. Wenn ich König D8 mache, da könnte Läufer C7 irgendwann mal drohen. Ich gehe mal nach D7. Einfach wieder. Okay. Ich kann schlagen auf C3.
Natürlich eigentlich eine Teetasse und es ist kein Tee drin, aber gut, ich konnte mir keinen Tee mehr machen. Mir gereicht hier die Zeit. Ja. Ja, meine komische Stellung hier. Gut, der Turm hängt, den rette ich natürlich nicht mehr. Ich habe E5 in der Stellung hier. Dann dürfte ich den Läufer kriegen und den Springer komme ich ja vermutlich auch. Er hat Turm C1 gleich. Das ist ein irritierender Zug. E5 Turm C1, ja, tatsächlich sehr irritierend. Könnte noch Schach 2 zuerst geben, ja, das mache ich mal. Wenn er jetzt nach F3 geht, Springer E4 würde man ja gerne ziehen, aber D5 hängt. Wenn ich jetzt E5 spiele, dann ist auch der Zug E4 Schach drin. Wow. Was für eine wilde Stellung, ja. Geht hier einer los ist, ich habe hier gar nichts. Die 5, ja. Kann Springer schlägt D5 auch ziehen? Mein Plan ist mit G5, G4 neben Springer E4 Schach. Das ist irgendwie sinnvoll oder einfach nur wahnsinnig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wahnsinnig ist es sowieso, aber. So, die ein oder andere Frage war hier noch, ob ich glaube, dass Vincent Keimer im nächsten Jahr Nummer 1 der deutschen Rangliste wird. Nee, das dürfte schneller gehen, oder? Der kann ja mit einem guten Grand Swiss, wobei die Deutschen alle gut spielen, also die machen vielleicht alle Punkte. Ja. Ansonsten, dass er das im nächsten Jahr schafft, ist, glaube ich, ziemlich wahrscheinlich. Okay, das war der Zug ist nicht so kritisch, glaube ich, weil jetzt G4 sehr gut funktioniert. Schach. Er muss ja nach G3. Dann Springer E4 Schach. So, und jetzt hat er, glaube ich, keinen so tollen Zug, ja? König G4, Springer F2, gewinnt die Dame. Könnte aber schauen, ob ich auch noch ein Matt habe, ja? Turm G8. Vielleicht irgendwie Matt. Na ja, komm. Nimm mal die Dame weg. Das ist die Stellung ist so komisch. Dann nehme ich lieber die Dame erstmal. Okay, ich könnte jetzt hier aber auch noch einen Schach geben. Ja, das kann man. So. Hier ist kein Matt, ja. Dame nehmen. So, ja, wenn das dieses Jahr nicht schafft, da die Positionen zu übernehmen, dann bestimmt nächstes Jahr. Ist das Potenzial doch einfach zu groß. Der gewinnt halt dann doch eher Punkte, als die anderen das tun. Wobei ich von den anderen Deutschen auch noch was erwarte. Also wenn man sieht jetzt bei dem Grand Swiss, die punkten wirklich gut. So jemand, der nicht so im Fokus ist wie Kollars zum Beispiel, spielt wirklich stark. So, okay. D5, den Turm angegriffen. Springer hängt aber auf. Weil wenn ich den Springer ziehe, Turm D5 ist irgendwie auch noch irgendwie so ein kleines bisschen komisch.
Er hat dann immer noch Schachs. Mach mal E6. Ja, ne, Donchenko spielt auch gut, ne? Also die sind schon alle gut, ne? Es ist keinesfalls jetzt gesagt, dass die nicht auch noch ein paar Punkte zulegen, ne? Die hatten ja auch schon mehr, ne? Also Donchenko hatte ja auch schon mal 2,670 oder so etwas, ne? Also das, da ist ja noch eine Menge möglich. Ich habe ja mal 2 Sekunden Inkrement, deswegen ich bin jetzt noch nicht in großer Hektik. Und 20 Restsekunden, die hier angezeigt werden. Und die 2700 wird Vincent wahrscheinlich schaffen. Das deutet sich doch stark an. Der hat allerdings, also bei so einem Turnier jetzt wie dem, mit diesem Grand Swiss, der hat so ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass er halt doch ein ziemlich solider Spieler ist. Das ist an sich nicht schlecht, aber er ist jetzt nicht so der Typ, der jetzt anfängt, eine Riesenserie da rauszureißen und dann das Turnier irgendwie zu gewinnen. Und das musste er tun, um sich zu qualifizieren. Also Erster oder Zweiter, klar. Zweiten kann man nicht spielen, ne? Also muss halt viele Partien gewinnen. Und er hat schon eine enorme Stabilität gegen die starken Leute. Also er verliert ja nicht, ne? Sieht man ja, ne? Er kann gegen jeden da spielen und hat ja auch eine schon gewonnen. Aber du musst halt mehr gewinnen, ja. Du musst plus 4, 5 irgendwas machen. Plus 5 nicht. Ja, vielleicht schon. Aber ne, also er müsste mehr Partien gewinnen, um jetzt da so eine richtige Sensation zu schaffen. Aber das ist auch gar nicht irgendwie, ne, notwendig. Ne? Mit 16 zum Kandidatenturnier kommen, das ist eher so eine Fischer-Geschichte, ja. Der hat das ja geschafft. Und bei allem der Begeisterung Fischer ist er ja nun nicht. So. Also, ne, man kann sich auch später noch für ein Kandidatenturnier qualifizieren. Ja. Magnus hat das auch erst mit 23 gemacht. Oder 22, wenn man ganz genau. So, ich muss aufpassen. Ich bin ein bisschen langsam. Kurz Inkrement, so ein bisschen, ich bin noch ein bisschen schlafmützig unterwegs hier. Mal ein paar Inkrementsekunden einstreichen. Ja, das schaffe ich dann jetzt auch mit 11 Sekunden. So, ja, danke für die Partie, Zolle. Ring 37, auch der Bekannte aus den früheren Schwätzblitz-Sessions. Das ist, glaube ich, ich wollte eigentlich B3, eigentlich ist B3 hier mein Zug, aber okay. C4 spiele ich sonst gegen fast alles andere, nur hier jetzt nicht. Alles nicht wild. Die Partie davor war natürlich total verrückt, ja. Keine Ahnung, was da los war. Sehr gut gekämpft hier. Nee, ich bin immer so. Ich will mich immer nicht dran gewöhnen. Das ist aber natürlich ganz gut, diese Variante. Sieht extrem harmlos aus, diese Art Stellung, aber Weiß punktet ziemlich gut in dieser Struktur. Das liegt daran, dass der Bauer auf C3 besser steht als der Bauer auf C5. Weil diese Kette hier, A2, B2, C3, halt eine Kette, die kaum Schwächen erzeugt. Die einzige Schwäche, die ich erzeuge, ist D3. Da ist schwierig zu sehen, was da passieren soll. Aber der Bauer auf C5, der erzeugt so ein paar indirekte Schwächen am Damenflügel, zum Beispiel das Feld B5. Ja, und wenn man, oder auch C5 selber, der Bauer, kann manchmal angegriffen werden und Schwarz ist dann zu B6 genötigt und dann sind noch mehr Schwächen, ne? A6.
Also, das ist alles sehr, sehr, oder wirkt alles sehr, sehr minimal. Aber die Ergebnisse sprechen hier für Weiß. Man kann auch mit Weiß tatsächlich hier etwas einfacher Raum gewinnen. Also, das ist auch so ein bisschen, hört sich ein bisschen abstrakt an, aber es ist etwas einfacher für Weiß, so Züge wie F4, G4 und ähnliches zu spielen. Und Schwarz steht eigentlich nur, in Anführungszeichen. Also ich kann jetzt hier diese Züge alle machen, während Schwarz im Prinzip abwarten muss. Hier ist auch der Läufer E7 nicht so toll, ne? Okay, er hat jetzt doch mal was Aktives gemacht. Kann ich gut verstehen. Frage ist jetzt, wie man hier mit Weiß reagieren soll. Ich könnte mir einen gedeckten Freibauern machen mit GF, also so GF, EF, E5. Aber er kann sofort Springer D8, E6 dann spielen. Und dann steht der Springer plötzlich gut. Halte mal die Spannung und warte mal, was er jetzt macht. So ein bisschen. Jetzt hätte ich auch die Option E5 zu ziehen, weil G4 nicht mehr hängt. Ne? Ich könnte jetzt E5 ziehen, den Raum einnehmen und ihm das Feld E6 dann nicht geben halt. Naja, mal schauen. Ich mache erstmal Turm D1. Ist ein bisschen Schablone, aber ist vermutlich auch ein vernünftiger Zug. So, gibt es hier noch. Ach so, da war eine Frage, ja. Ob ich mir aussuchen kann, woran ich als nächstes arbeite, also bei Chessable, oder ob ich, also ob die mir was vorgeben oder ob ich das Thema aussuche. Nee, das Thema suche ich aus, ne? Komplett. Wir hatten schon Fälle, ich habe ja einen Großteil der Arbeit gemacht für den Kurs Magnus Touch, was dann am Ende Magnus Carlsen dann hat dann die Videos dazu aufgenommen, zusammen mit John Bartholomew. Aber den Kurs, die Texte und die Auswahl und so, das ist was, das ich größtenteils gemacht habe, zusammen mit Magnus Trainer Peter Heine Nielsen. Und das ist zum Beispiel was, da bin ich nicht selbst drauf gekommen, natürlich. Ne? Da hat dann Chessable gesagt, wir würden gerne ein Projekt hier mit Magnus Carlsen machen und dann würdest du gerne irgendwie als Autor mitarbeiten. Das ist dann was, was ich mir nicht habe einfallen lassen. Da sagt man einfach, danke, mache ich. Ja, so einfach. Aber das kam natürlich nicht von mir. Aber die Kurse, die ich sonst gemacht habe, die Eröffnungskurse alle, da überlege ich mir das Thema und das ist im Prinzip auch so lange. Oder für den Großteil der Zeit ist es auch komplett alleine bei mir das Projekt. Ich schreibe das alles, bereite die Videos alle vor und irgendwann gibt es dann den Moment, wo man sagt, so, jetzt bringen wir das raus. Dann gebe ich das sozusagen ab, wie ein Buchmanuskript oder vielleicht auch, also Buchmanuskript ist der beste Vergleich. Aber gut, ein Buch hat jetzt noch nicht jeder geschrieben. Vielleicht auch vergleichbar mit einer Diplomarbeit oder ähnliches. Ich habe noch nie eine geschrieben, muss ich sagen. Aber na, man arbeitet die ganze Zeit und irgendwann gibt man das dann ab. Oder gar nicht, gibt es da überhaupt noch Diplomarbeit? Ist das heute alles dann irgendwie Master, Bachelor oder irgendwie so etwas? Weiß ich nicht. Ich blick da nicht durch mit diesen ganzen Begriffen. Also man ist die ganze Zeit alleine dran, ne? Und irgendwann sagt man so, fertig, ne? Und raus. Das ist dann eigentlich ein noch komplexer Prozess, weil man muss jetzt für die Videos zum Beispiel natürlich noch ein bisschen Technikberatung bekommen, dass das auch ordentlich aussieht und ähnliches. Also da sind noch ein paar Sachen. Thema aber ist komplett bei mir. Es könnte jetzt sein, wenn ich jetzt auf die Idee komme, irgendein Thema zu machen. Nee, das muss ich jetzt sagen. Stimmt, das habe ich jetzt nicht richtig erzählt. Es gibt doch einen Punkt, wo natürlich schon Chessable beteiligt ist bei der Themenwahl. Nämlich, ich mache jetzt nicht ein Thema einfach so und erzähle da keinem von, sondern ich stimme es insofern ab,
dass ich nicht was mache, was jetzt ein anderer schon schreibt. Das ist natürlich ein Punkt, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, hier komm, ne, ich muss mal unbedingt was machen, so, ich will mal Französisch irgendwas machen oder so, ne? Und dann kommt raus, nee, da ist schon alles in Arbeit von dem und dem, ne? Dann mache ich das nicht. Ne? Also wir gucken darauf, dass da nicht alles doppelt und dreifach gleichzeitig erstellt wird. Er hat das sehr gut verteidigt, ja. Und erst jetzt, das war jetzt ein Fehler, den C5 mir zu geben. Und er tauscht Springer A5. Und war nicht so clever. Das sieht das. Selbst das ist nicht so klar. Er kann König nach C6 stellen. Das könnte eine Festung sein. Wow. Echt? Wow. Das wirkt aber riskant. Nimmt König C3. Ohne den Tausch hier ist doch Remis, oder nicht? Das ist nicht Remis. Also es hat schon das ein oder andere Thema gegeben auf Chessable, das ich gerne machen wollte. Und dann war das schon weg. So sozusagen, ne? Gibt auch manchmal, ach, ein Norder, aber der ist nicht mehr da. Okay. Disponieren. Gibt dann auch so Fälle, wo das irgendwie klar ist, dass jemand anders das dann macht, ja? Ich wollte zum Beispiel gerne einen Kurs über Grünfeld machen, aber naja. Meine, dann Peter Swiedler schon praktisch unter Vertrag hat, dann nimmt man das dann doch, ne? Dann nimmt man ihn dann doch lieber, ne? Das kann man schon verstehen irgendwie. Ist eine Frage. Ja, meiner Chessable-Kurse irgendwie mein Lieblingskurs ist, wenn ich für am besten gelungen halte. Ich glaube tatsächlich, dass die alle mit der Zeit ein bisschen besser geworden sind. Also ich habe nämlich immer halt versucht, ist Klischee, aber immer was aus den davor zu lernen. Und ich glaube wirklich, dass die mit der Zeit besser wurden. Also lesbarer sozusagen. Also nicht, dass das unlesbar wären, aber man überlegt sich halt immer wieder, ne, ist das jetzt wirklich eine Information, die hilfreich ist? Was schreibt man besser? Länger, kürzer und so weiter, ne? Also das ist was, das man mit der Zeit dann irgendwie einfach verbessert, ne? Ja, ich kann jetzt einen Bauern gewinnen, aber das ist natürlich nicht der schönste Bauer. Ne. Was soll man machen? Nimm einfach alles weg. Ja, ich gerne, ne? Läufer C6 spiele ich natürlich nicht gerne.
Bin mir auch noch nicht mal sicher, ob das richtig ist. Könnte natürlich so nehmen, ne? Und dann B7 schlagen. Ja, das gefällt mir besser. Ich hätte C6 und D4 nehmen können für mehr Bauern. Also den letzten Kurs, den ich gemacht habe auf Chess, war ja Pirzverteidigung, Lifetime-Repertoire Pirz. Und der gefällt mir persönlich jetzt mit am besten. Aber ne, weil wir haben da viel Text reingemacht. Das war ein Partnerprojekt, habe ich zusammen mit einem Freund geschrieben. Und der hat viele, viele Erklärungen. Mir gefällt die Variantenwahl gut. Also bin da sehr zufrieden mit, wie der Kurs geworden ist. Allerdings, wie gesagt, andere unter dem Zeitkontext auch gut. Man würde halt dann heute ein paar Sachen anders machen. Das hat einen Unterschied, ob du schon 10 so Kurse gemacht hast. Oder ein oder zwei, ne? Das so. So, so langsam ist das ein bisschen unangenehm hier. Ich hier nehmen, aber ich sehe nicht so richtig, was ich sonst machen soll. Ja, Dame C2 kommt Huhn D2. Er hat halt aktive Türme. Da ist eine Frage, ob ich manchmal Videoserien von Kollegen sehe und mir denke, das hätte ich komplett anders gemacht. Eigentlich nicht. Ich gucke mir auch ehrlich gesagt Videoserien selber nicht an. Da fehlt mir die Zeit so ein bisschen. Ich gucke häufiger in andere Chessable-Kurse rein, weil ich abgleichen muss, sozusagen. Ja? Ich will immer gucken, wenn ich was schreibe, ne? Man muss dann schauen, wie passt das mit den anderen Repertoires zusammen, ne? Wenn ich zum Beispiel mache eine Spielempfehlung für Schwarz, ne, irgendwie, und ich muss dann gucken, was hat denn ein anderer mit Weiß dagegen empfohlen, so etwas, ne? Da gucke ich dann rein, aber ich gucke mir dann nicht die Videos dazu an. Das dauert mir persönlich jetzt zu lange. Ich gucke dann einfach in die Texte, nur die Züge und so, und das reicht mir dann auch. Ich gucke mir allerdings diese Texte schon mal so ein bisschen an, ne? Wie ist das gemacht, wie ist die Variantenwahl und sowas. Da gucke ich natürlich rein. Ne? Man muss ja immer gucken, dass man auch sich verbessert und so als Autor. Da gucke ich natürlich auch an, was andere machen. So, unterdessen habe ich hier ein Turmenspiel mit Doppelturmenspiel mit einem Bauern mehr. Verwertung dürfte schwer werden, aber ich guck mal. So, ja, ich wohl nehmen müssen. Jetzt wollte, also man will ja immer hinter den Freibauern. Ich könnte B4 spielen, Turm B2, A5, Turm B4, A6, Turm irgendwo hin A7 und zieht durch. Ja, dann kann ich also B4, A5 machen. So, so, da ist eine witzige Frage. Ich bin natürlich nicht im Team von Magnus Carlsen. Da bin ich nicht gut genug für. Ich bin zwar sicherlich ein vernünftiger Computerbediener und
Ich könnte bestimmt auch mal so gelegentlich mal eine Idee finden, die er benutzen könnte. Das glaube ich auch. Aber nicht irgendwie in der Form für, wie für eine WM. Also das, nee, nee. Also da müssen schon andere Leute ran. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Also ich meine, ganz klar ist, dass Peter Heine natürlich da der Chef-Coach ist sozusagen und das alles organisiert. Aber wer da sonst dabei ist, habe ich keinen Plan. So, ich kann jetzt Turm D1 den Turm tauschen. 1 nimmt, König C8. König B7, König B3, König A6, König A4. Ich kann den Bauern sogar behalten, ja. Würde auch sonst, glaube ich, gewinnen. Frage hier, ob ich finde, dass Karo kann. Bin doof, er geht natürlich nach C6 und B. okay. Gut, ich muss sowieso zu der anderen Bauernmasse. Will er die Bauern hier abräumen? Ich hatte nur, ich habe mich vertan. Ich habe gedacht, ich würde sogar den Bauern behalten, was aber Quatsch ist. Aber auch nicht notwendig. Ich komme ja dahin, wo ich hin muss. Schauen wir mal kurz rein. Quatsch. Also die kleine Gefahr hier, dass man hier bei Bauern-Endspielen Tüchtigkeitsfehler einbaut. Beispiel den zu schlagen, wenn nicht so toll. So. Okay, danke für die Partie Monkey King. So, ja, passt Karo Kann besser zu Vincent Keimer oder ist Vincent besser geworden? Ja, vermutlich beides. Aber Karo Kann ist, glaube ich, eher sein Ding. Ist sowieso eine gute Eröffnung. Arbeitet ja gerade an Keep It Simple für Schwarz und da wird es auch Karo Kann geben, weil die Eröffnung hat den absoluten Vorteil, wirklich hervorragende Stellungen zu geben, ohne dass man sich dafür kaputt arbeiten muss. Also es hat einen schönen Mix von ja, Kampfgeist, ne, weil es nicht symmetrisch ist, und Solidität. Also es passt sehr gut. Hat jetzt hier noch auf Beagle. Zieht. So, da waren noch Fragen. Und zwar, ob es meine Kurse, ob es Kurse auf Deutsch geben wird, auf Chessable. Ja, wird es geben. Deutsche Sektion von Chessable ist in der Mache. Keep it simple, E4 und D4 wird auf Deutsch kommen, wird gerade übersetzt, das kann man sagen. Auf Chessable auf Deutsch, nicht in Print. Jetzt habe ich gegen Dangerous Ride schon mal gespielt, ne? Oder? In der Session. Wollte eigentlich nicht zweimal gegen jemanden spielen. Ja. Ist auch nicht schlimm. Mit Printbücher auf Deutsch sind, das ist schwierig, weil das ist ja eine Sache des Verlages. Ich hätte jetzt kein. Es gibt Simple E4 schon auf Deutsch da, das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste, dass daran gearbeitet wird, aber nicht, ob das schon da ist. So, also Dangerous Ride ist gar nicht oder so oder möchte nicht, macht nichts. Wir haben noch ein paar Forderungen. Why must I lose to this Vokes? So, hier haben wir Karo Kann. So, diese Variante ist beeindruckend gut. Schwarz hat in dieser Variante den großen ja,
Vorteil hört sich jetzt ein bisschen zu stark an, aber man hat ja nicht jetzt bessere Chancen mit Schwarz. Aber was man hier sehen muss, warum das so bequem ist für Schwarz, kann hier alle meine Figuren ganz locker entwickeln als Schwarze. Läufer steht gut auf D6, der Läufer kommt raus und ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten am König. Mein König ist bombensicher durch diesen Bauernklumpen hier, ja, das ist also alles sicher. Und es kann nie ein Springer hier hinkommen, weil ich immer den Bauern auf F6 habe. Das ist echt bemerkenswert gut für Schwarz. Also ich bin ganz begeistert, wie gut das spielbar ist. Ne? Manchmal kann man sogar auf H3 reinzimmern und selber angreifen. Ja. Ach, ist eine Blitzpartie. Mir nicht ganz sicher, ob es funktioniert. Schauen wir mal. Er hängt. So ein paar Sachen gehen halt nicht, ne? Also Läufer E4 kommt Dame G4 zum Beispiel. Dann Zug wie Läufer E2, um den F3 zu decken. Der ist arg passiv, ne? Okay, macht er auch nicht. So, dann überlegen wir mal. Dame G4 wäre schon mal mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Remis. War natürlich nicht der Plan. Er möchte ein Läufer F1 spielen, ne? In der Tat ein bisschen doof. Ja, vermutlich ist das nicht ganz korrekt gewesen, ne? Das Opfer. So, ich gebe erstmal Schach. Gut, er kann König F1 spielen, ne? Macht. Dann dachte ich mir, dann den Springer ranbringen. Den Bauern noch hier vorziehen. König H1. Also, ich kann jetzt immer noch Schach geben und dann ist die Frage, ob er nach E2 gehen will oder Remis machen will. Problem ist ein bisschen, ich habe jetzt so gedacht, Springer G6, ja, so etwas. Dann kommt vielleicht Springer G1. Das ist schon ein bisschen doof. Ja, das Nehmen auf H3 war. Wahrscheinlich so gut. Das Keep it simple für Schwarz ist ein einziger Kurs, wo alles drin ist. Also es gibt nicht dann verschiedene Folgen davon, sondern das ist ein einziges Ding, wo alle weißen Züge drin sind. Also da gibt es dann eine Antwort gegen E4, gegen D4, gegen C4, gegen alles. Selbst gegen so totale Grütze wie erstens G4. Wobei das zugegebenermaßen nur ein kleiner Teil sein wird. So, ja, wie gesagt, mein Angriff hier, nee, nicht so richtig gut. Hat nicht ganz funktioniert. Ja, E3 nehmen hat, glaube ich, zu nicht viel geführt. Ah, Moment, doch, doch, doch. Ah, richtig, der hätte einen König nehmen müssen, ne? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, sehr gute Anmerkung da, ja. Das wäre eine interessante Idee gewesen. Bei Bauern nimmt Dame G2 matt ist. Ja, da ist gerade eine Diskussion. Ich denke, mit 2648 ist man genau an der Grenze der Top 100. Da wird gerade diskutiert, ob Vincent Keimer schon Top 100 Spieler ist oder nicht. Also das ist genau diese Grenze, glaube ich. Da sind dann auch wenige Punkte, machen da schon ein paar Plätze aus. Ja, das war hier, ist nicht gut gelaufen.
Gut, es ist noch nicht, ich kann das hier noch ein bisschen kämpfen. Ich habe hier noch Bauern, G5, H5 und sowas kann man hier noch machen, aber ja, das ist so ein bisschen ja das Problem. So. Ich setze jetzt mal hier auf die Freibauern. Natürlich objektiv ist es verloren, aber aufgeben ist ein bisschen früh. Das Neben war einfach nicht gut, ne? Hey, ich werde auch B4 bearbeiten müssen mit Schwarz, ist ja ein Zug. War kein super toller Zug, aber natürlich gehört das dazu. Das ist B4 führt ja auch nicht direkt zu schwarzem Vorteil, sondern vermutlich halt ausgeglichen. Das überrascht, wie er das hier spielt. Möglicherweise tut immer noch alles total gewonnen, ja, oder sehr wahrscheinlich, aber ja, ich habe das jetzt ganz gut geblockt. Und wenn gleich hier F4, F5, also die sind dann schon einigermaßen herrlich, diese Bauern. Zumindest war es mal weniger gefährlich, bin ich mir einigermaßen sicher. Okay, komm, erstmal F3 drohen. Dann Gegenopfer näher bei F3. Auch H3 nebst G3 ja irgendwie anschauen. Vielleicht neben Springer D3, ja. Ja. Vielleicht doch mal B6 einschalten sollen, ja. So, der ist aber schnell hier, der Kollege. G3. 3. Oh, Forest Lauf. Ja, hat er die Zeit überschritten. Aber ich glaube, ist schon ein bisschen doof, ne? Wie soll er das hier retten? Das ist gar nicht so klar hier. Springer F4 vielleicht. Nicht mit dem Bauernschlager, der Springer H5, G3. Ja. Ja. Trotzdem, gute Partie vom Gegner. Ich denke, da habe ich ein bisschen Glück gehabt. So, okay, wer ist hier noch? Ach, Max, ja? Warum nicht? Habe ich gar nicht, ne? Nur Premium annehmen. Habe ich aber nicht drauf. Ja. Naja. Muss ein bisschen gucken, wie ist es ja eigentlich zeitlich? Stunde sind wir drauf, ne? Sancho Panza. Wollte bis 22:30 Uhr machen. Ungefähr 90 Minuten ist der Plan. Ah ja, da ist eine Frage von Captain Howdy. Wie ist der Pirz-Kurs entstanden, da ich gar kein Pirz-Spieler bin oder war? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist entstanden im Prinzip aus so einem Brainstorming irgendwie ich mit meinem Co-Autor. Mein Co-Autor ist Michael Gorni, ist ein Freund von mir, früherer Arbeitskollege und heutiger Mannschaftskollege. Der hatte mir immer wieder bei, also der hatte mir schon häufiger bei früheren Chessable-Kursen geholfen. Und zwar so als Sparringspartner, also Qualitätssicherer sozusagen.
immer mal drauf geguckt, ne, ist das verständlich oder einfach mal Feedback gegeben. Und da war immer so ein Thema, wir könnten auch mal einen Kurs zusammen machen. Und wir haben dann halt überlegt, ja, was können wir denn da für ein Thema machen? Und ich weiß gar nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Wir sind irgendwann darauf gekommen, man könnte Pirz mal untersuchen. Es gab einfach gar keinen Kurs zu der Eröffnung auf Chessable, gar keinen. Wir haben so ein bisschen geguckt, was gibt es eigentlich noch nicht. Und dann haben wir uns halt das ein bisschen angeguckt und dachten, okay, könnte man das irgendwie mal machen? Und da es eine Eröffnung war, die ich wirklich gar nicht kannte, also natürlich, klar, ne? Kennt schon, ne? Aber nicht jetzt im Detail, ne? War das sehr interessant. Und es ist ein wichtiger Aspekt für mich gewesen. Dadurch, dass ich es nicht vorher kannte, musste ich es mir erstmal selbst beibringen. Ja? Sachen, die man sein Leben lang schon spielt, kennt man typischerweise natürlich ganz gut. Aber man nimmt dann viele Dinge einfach als gegeben hin. Ja? Oder die denkt man sich, die sind irgendwie offensichtlich oder so etwas. Ne? Und bei dem Pirz war es im Prinzip so, ich habe da jede Stellung angeguckt und nicht gekannt. Ne? Und erstmal überlegt, okay, warum ist denn das eigentlich so? Und ich habe dann beim Schreiben, ne, beim Prozess des Schreibens praktisch mir selber die Eröffnung beigebracht. Ne? Und ich denke, das war deswegen ein interessanter Prozess. Ja, natürlich ist es noch ein Unterschied, ob ein EM so eine Eröffnung lernt oder jetzt vielleicht ein Vereinsspieler. Aber das war ganz interessant, weil ich öfter sonst manchmal erkannt habe, dass ich in Kursen manche Sachen gar nicht reingeschrieben habe, weil die für mich einfach so, ja, ne, habe ich schon 1 Million Mal auf dem Brett gehabt, ne, so. Und dann brauchte ich da gar keine Informationen oder da brauchte ich, habe ich nichts geschrieben, weil es nicht für nötig hielt, ne. Und so, denke ich, war dann wesentlich mehr Informationen drin, die hilfreich sind. So, was mich hier irritiert ist, der Kollege denkt ewig nach hier. Ne? Ich bin ja am Erzählen und okay, zurück. Also ich habe hier eine ganz gute Stellung und zwar ist das eine im Moment noch nicht klar definierte Bauernstellung. Jetzt ist eine Isolani-Stellung. Wo der Bauer wirklich schwach ist. Ne? Darauf wollte ich hinaus. Hätte aber auch noch eine andere Struktur sein können. Wenn er nicht genommen hätte auf D4, hätte ich vermutlich C5 geschlagen, dann ist Hängebauern. So, ich überlege gerade einen Moment, weil Dame nimmt auch durchaus plausibel ist. Ja. Das hängt, das macht mehr Druck, ne, auf den Bauern. Ich habe übrigens dann die Pirz-Verteidigung in ganz, ganz vielen Blitzpartien gespielt. Ne? Also ich habe nicht in der Turnierpartie spielen können, weil einfach keine stattfand. Ja, wir wissen ja, wie es ist. Alles ja lange pausiert. Das hat doch jetzt hier gleich mehrere Probleme. Könnt E4 nehmen. Also, wenn ich den nehme, er nimmt mit dem Bauern. Hey, das muss doch hier Material gewinnen. Wollen wir noch mal kurz überlegen. Springer nimmt, DE muss er machen. Dame G4 greift D7 an. Also, ne, so. Dame G4 greift den an und Matt muss Springer F6 spielen. Ja, Springer E4 ist aus verschiedenen Gründen schlecht, aber versuche jetzt gerade mal, ob ich das hier wirklich so komplett kaputt bekomme. Dame G4, Springer F6, um D8, Springer G4. Nicht direkt gewonnen. Frechheit. Na gut.
Nehmen auf D8 war auch gut. Ja, okay, das gewinnt eine Figur, ne? Weil der D7 hängt. Wenn er jetzt sie so schlägt, ist der D7 weg. Ja, danke für die Partie, Sancho Panza. Ja, ich hätte gedacht, vielleicht kann man so richtig ja, direkt so alles gewinnen, ne? naja. So, war auch so in Ordnung. Herausforderung hier von Erdnuss Carlsen. Machen wir das mit Schwarz. Ja, da eine Nachricht vom Schachstrategen. Ja, Grüße zurück. So, was haben wir hier? Das ist die Abtauschvariante. Man kann. Eröffnung. Beweis. Also nicht, ne, ist jetzt nicht mega Vorteil oder so. Sowas gibt es eh nicht gegen K.O. Kann, aber eine gute Wahl. Ah ja, geht zurück. Das glaube ich. Also logischerweise gibt es das auch. Wow. Naja, da muss ich ja, ich arbeite ja an dem Kurs, ne, und studiere jetzt K.O. Kann und auch die anderen Sachen. Aber ich bin noch lange nicht durch. Das heißt, kann so manche Varianten, die spiele ich so vom Hörensagen. Arbeite auch nicht so, dass ich ja. Arbeite da so, dass ich auch nicht jetzt Kapitel für Kapitel schreibe. Und ich arbeite an allen Kapiteln gleichzeitig sozusagen. Ja, Dame C8 geht auch, ja, statt Dame D7. Ich meine, das hätte Wesley So, ne? Schrieb, glaube ich, dass ihm das besser gefallen würde. Kann sein, ja. Also ich glaube nicht, dass da ein echter Qualitätsunterschied besteht, aber. Die Bauer soll mal laufen. Er spielt das gut hier. Gute Partie hier von Erdnuss Carlsen. Also ich würde wahrscheinlich Dame die 7 empfehlen, weil den finde ich so ein kleines bisschen logischer vielleicht als Dame C8. Ich glaube nicht, dass das mit dem Läufer E7, dass das so relevant ist, der für ein besseres Endspiel da taugt. Weil die Läufer meistens sowieso nicht so toll sind in dieser Struktur. Ich habe jetzt häufiger Karlsbad-Strukturen angeguckt und irgendwie sind die Läufer immer schlecht. Oder nicht besonders ergiebig. Und, tja, die offene H-Linie könnte mal ein Problem werden. Ich versuche mal hier so eine Art Präventivschlag zu führen. Ja, Grüße an Olaf. Hallo. So, mein Plan ist jetzt hier Druck. Ja, er haut mir einfach die Qualle hier weg. Wobei. Naja, ist wahrscheinlich richtig. Oder ist zumindest eine Idee. Vielleicht will er auch G5. Naja, komm. Schon beim 8 muss ich sein.
Was ist von skandinavisch mit Dame A5 zu halten? Ist ja die gleiche Struktur wie Caro-Kann. Ja, das kann man sicherlich machen. Also, es ist nicht so gut wie Caro-Kann. Eine Frage. Aber es ist vollkommen okay. Das ist überhaupt 3-0. Ja, ich muss was geben. Jetzt muss ich kein Gas mehr geben. Was? Es war ein bisschen Glück wegen der knappen Zeit. Ja, das hätte sonst noch mal komisch werden können. Ja, danke für die Erdnuss Karlsen. So, wer ist hier noch? Haben wir noch hier Herausforderungen? Jupp. Raus. Ja, noch da. So, okay, hier nochmal ein Karo. Ich spiele dann eigentlich, wenn ich an so einem Projekt arbeite, diese Öffnung immer, einfach um Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn ich es nicht so richtig kann, ne? Also man merkt dann manchmal so, okay, ne, da kommt man auch noch so einigermaßen klar oder das ist dann, geht gar nicht, ohne dass man es alles genau weiß, ne? Wo ist das der Nachteil von Skandinavisch gegenüber Caro-Kann? Ja, welche Variante willst du denn ganz genau spielen? Also beim Skandinavier gibt es ja die verschiedenen Damenzüge. Dame D6 scheint schlecht zu sein, also richtig schlecht zu sein. Dame D8, da gibst du immer das Läuferpaar ab mit Läufer G4. Dann bleibt dir Dame A5. Und Dame A5 kann man wahrscheinlich auch nicht ausgleichen. Das ist alles sehr konkret. Jetzt nicht, das kann man jetzt nicht so irgendwie sagen, ja, ne, da ist ja die und die, da ist irgendwie ein konzeptionelles Problem. So ist es nicht zu sehen. Es ist einfach so, dass die Damenzüge ein bisschen Zeit kosten und das führt halt zu konkreten Schwierigkeiten, ohne dass das jetzt schlimm wäre. Ne? Deswegen, ich sage ja, es kann, man kann sicherlich, sicherlich spielen. Was ich problematisch finde, ist, wenn man gegen einigermaßen gute Gegner spielt, also irgendwo deutlich jenseits der 2000, ja, da ist es ein bisschen schwierig, so eine Öffnung wie skandinavisch wirklich immer zu spielen, weil die Leute, denen fällt dann doch vorbereitungsmäßig irgendwas ein. Man kann das dann nur machen, richtig gut machen, wenn man das dann auch aus dem FF kann, also alles super kann. Und das ist jetzt nicht so, es taugt nicht als Überraschungswaffe für mich. Also ich habe das schon mal überlegt, ob man sie skandinavisch mal spielt, um die Gegner zu überraschen. Ja, es ist, also dazu ist die Eröffnung halt zu wackelig, ne? Oder es ist, man muss viel wissen, um sie überhaupt zum Laufen zu kriegen. Dass man halt überhaupt eine Stellung hat. Ist nur meine Meinung. Also das ist was für vielleicht für Leute, die sich darauf so spezialisieren wollen. Bin auch blöd. Der ist doch gar nicht. Ich dachte mir, ich mache mal ein bisschen Druck, ne, gegen C3, weil. Dann kann er ja nicht nehmen auf D5. Ja, Pustekuchen. Kann er natürlich schon, weil er deckt ja den. Ach ja, gut. Kann er jetzt F6 nehmen und D5 einen Bauern gewinnen? Naja, so richtig geht das gar nicht. So, jetzt könnte ich den hier nehmen. Dann mache ich auch. Das Schlimmste, was mir passieren kann, wäre der Verlust des D5-Bauern. Dann habe ich immerhin noch den A3 kassiert. Ich muss den ja nicht sofort wegziehen, ja?
nicht notwendig. Ich geh mal da raus, das ist Schach, ja. Ein bisschen Lazy Chess, aber. Ja, ist ja parallel mit Champions League, ne? Bayern führt gegen Benfica Lissabon 4:1. Naja, wenn München mal ins Laufen kommt, dann ist das schon, ne? Nehmen wir erst. Mein Plan ist hier, den Bauern halt zurückzugeben, wie man sieht, und dann den Läufer auf C5 zu probieren. Der Argumentation, dass ich hier ein bisschen besser stehe. Ich habe Druck gegen F2. Der A-Bauer beginnt zu laufen. Erstmal das. Das ist die stabilste Aufstellung. So, den schon mal. Komm, erstmal nach A3 mit dem Kollegen. Frage, ob ich wieder was regelmäßig auf YouTube mache. Es wird auf jeden Fall Streams auf YouTube geben, jetzt hier im Rahmen hier von S24. Auf meinem eigenen Kanal ist im Moment nichts. Könnte auch mal sein, aber eher nicht. Also, weil ich das zeitlich kaum schaffe, vernünftig da irgendwas zu machen. So, was ist jetzt hier los? Ich kann hier Schach geben. Kann auch F2 schlagen. Turm F2, Turm F2, Dame E1, Schach. König H2, Läufer F2. Rot matt, ne? Was macht er da eigentlich gegen? Nicht viel, ne? Lustig ist, dass Turm D8 Schach mit Turm F8 gegen Schach wird. Das funktioniert halt hier, weil es matt ist, ne? Droht matt. Und er kann das nicht decken, richtig? Also, er kann, ich dachte H4, aber dann habe ich diese Schachserie und ich nehme am Ende H4 mit Schach. Ziemlich bitter. Besseres noch? Ja, schon matt verdächtig. Naja, das ist aber gut. Okay. Dann nach C5. Oder mal kurz nachdenken, ja. Dame E3, ich kann auch immer noch, hab noch einen Sack voll Schachs, ja. Hier noch eins, geht hier hin, dann hier. Ach so, das ist noch klarer, ne? Schach. Schach. Damentausch zieht der Bauer ein. König C1, Läufer E3 ist matt. Oder wird bald matt. Ton hat manchmal Aussetzer, das ist doof. Vielleicht auf der Plattform. Der Stream ist gleich zu Ende. Insofern werde ich jetzt nicht anfangen, hier rumzuwursteln. Also in meiner Software sieht es eigentlich gut aus. Dann im Zweifel, den nicht hilft, aber da sehe ich kein Problem. So, ja, möchte mich vielleicht noch jemand. Ob der Max noch da ist. Er ist jetzt nicht Premium, aber der hatte. Ist nicht mehr da. Dangerous Ride noch da? Ich habe jetzt im Moment.
Sonst könnt ihr mich gerne mal herausfordern. Mir fehlt im Moment die Herausforderung. Ich habe die ganze Liste, habe ich durch, sozusagen. Ja, wer ist denn hier? Komm, Olaf, hau raus. Immer. Ich habe im Moment keine Challenge. Ich habe die gesamte Liste, habe ich. Die ganze Liste habe ich durch, sozusagen, der Herausforderer. Also haut ruhig noch mal eine raus, dann spielen wir auch gerne noch eine zweite, ja? Ich habe noch ein paar Minuten, so drei. Da ist schon ein bisschen spät, ne? 10:30. Müssen ein bisschen schauen mit der Zeit. Das ist erstmal experimentell. Ich denke, dieses 21 Uhr fand das ganz gut. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen auch zu spät. Also macht eine Herausforderung. Im Moment habe ich keine. Da kann ich nicht spielen. Den Computer spiele ich nicht. Das ist langweilig. So, ja, ich dachte schon gerade, vielleicht kommt auch nichts, weil ich immer noch in dieser Partie bin. Gerne auch noch mal, ja. Sind wir. X510. Hab viel Schwarz gehabt, ja, kann das sein? Kann mich an gar nicht so viele Weißpartien hier erinnern. Ja, mein Mikro steht auch nicht ganz optimal. Das könnte, ich habe das hier so ein bisschen locker hier alles aufgebaut. Ich kann auch. Jetzt ändern wir das hier kurz vor Schluss. Jetzt steht mein Mikro optimal eigentlich. Was ist das hier eigentlich? 3 plus 0, okay. So, okay. Ja, ein Zug, der hier, glaube ich, nicht so toll war, ist Dame B6. Das Problem von diesem Zug ist, dass der vermutlich Zeit verliert. Weil jetzt nach Läufer. Ja, er läuft mir da direkt rein. Gabel. Jetzt muss er nach A5. Und das wird dann noch mehr Zeit kosten, weil ich dann A3 spiele. Vielleicht auch nicht. Mal nachdenken kurz. A3 ist interessant, mit der Idee B4 zu spielen. Man könnte aber auch C5 schlagen und dann A3 machen, um dann B4 zu ziehen. Ist auch gut, ne? Ja, zu sagen. Vielleicht war das doch nicht so toll, ja. Wenn er jetzt Läufer G4 zieht und ums Feld D4 kämpft, ja. Ja. Ne, scheint doch brauchbar für Schwarz. So, der. Ja, das ist ganz okay, ja. Klar, ich stehe so ein bisschen netter hier mit den zwei Läufern, aber Schwarz hat keine schlechte Figur. Ich habe immer die Idee, Springer D4. Würde ja gerne mein Läuferpaar behalten, aber muss hier irgendwie auch mal ein paar Leichtfiguren vom Brett nehmen, um dann diesen isolierten Bauern doch mal mehr unter Druck zu kriegen. So ist der Bauer auch sehr sicher blockiert. Also er kann mir den
Kann den nicht loswerden durch Vorziehen. Ja, das wäre auch noch interessant gewesen. So, tja. Hatte auch kurz überlegt, ob ich den wirklich nehmen soll, da den Springer. Möchte gerne mal die Leichtfiguren alle weg haben, ja, wenn man gegen isolierten Bauern spielt. Ohne die Leichtfiguren sind die dynamischen Chancen der Isolani-Partei immer geringer. Häufig ist ein isolierter Bauer gar nicht ein Problem, wenn nur Leichtfiguren auf dem Brett sind. Also beispielsweise hier, ja, wenn man sich die Türme wegdenkt. Überlegen. Wenn hier nur Springer gegen Läufer wäre, ja, dann hätte ich vermutlich so gut wie keinen Vorteil. So, aber ganz nett, ne? So steht man schon besser. Ist hier die Verdopplung angesagt? Muss er verhindern, ja. Turm E7 vermutlich ohne Alternative. Entschuldigung, oder der. Nein. Das, ja, was hier die Partie entscheiden wird, wird die Zeit sein. Er hat deutlich weniger Zeit. So, er möchte jetzt Schach geben. Ich glaube nicht, dass er hier so viel macht. Achso, ja, dann nehme ich den. Nehme ich den. So. Und jetzt hat die Zeit aber schon. Danke für die Matrix 510. So, ich bin schon über der Zeit. Die 90 Minuten wollen wir einhalten. Das ist, glaube ich, sonst auch nicht so günstig für die ganze Technik. So, das war das erste klassische Geschwätzblitz mal wieder hier auf Deutsch. Es gibt dann nächste Woche, vermutlich zur gleichen Zeit, auch um 21 Uhr, dann ein englisches Benta-Blitz. Und dann müssen wir mal gucken, ne? Erstmal machen wir einmal die Woche mit abwechselnder Sprachversion sozusagen. Und ja, dann kommt die WM. Ich habe noch nichts gehört, ob ich da vielleicht auch ein bisschen was mache. Kommentarmäßig wäre schön. Aber weiß ich noch nicht zu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend auf jeden Fall. Oder wer das in der Konserve sieht, also immer für eine Tageszeit, die ihr gerade habt. Viel Spaß noch, macht's gut. Bis nächste Woche.